bin ich heute noch auf der Suche nach meinem Beruf. Weil keiner der Berufe, die ich die Freude hat mitzumachen, erfüllt das, was ich wirklich. Hat man schon irgendwie ein erfülltes Leben auf der Bühne gehabt. Ich fand einfach das Theater faszinierend und habe dann immer wieder inszeniert. Und dann einfach, wie Tarkowski hat mal in seiner Biografie geschrieben, jetzt interessiert mich nur noch das Leben selbst. Und da hat er nicht Unrecht. Da unten ist mein Lieblingsbaum. Hat unglaubliche Farben, auch dann im Herbst. Ganz hinter den Hügellinien sieht man die Karawanken. Und sonst sieht man kein Haus. Nichts. 1962 erhält Maximilian Schell als erster deutschsprachiger Schauspieler seit dem Zweiten Weltkrieg einen Academy Award als bester Hauptdarsteller für seine Rolle des Verteidigers in dem Film Das Urteil von Nürnberg. Im Laufe seiner Karriere wird er noch 5 weitere Oscar-Nominierungen bekommen. 2 für seine schauspielerischen Leistungen und 3 für Regie. Die höchste Auszeichnung der Filmbranche macht ihn zum ebenbürtigen Star in Hollywood. Die hat mir den Oscar gegeben, überreicht. Das ist Paul Newman. Und wie ich den Oscar gewonnen hatte, da war er auch nominiert. Und dann war er wahnsinnig traurig. Und dann gingen wir zur Bar und haben gesagt, jetzt trinken wir zusammen. Und dann haben wir zusammen getrunken und dann sind wir Freunde geworden. Ach, das ist ja auch die Maria. Was ist das? Was ist das? Eine Rolle für MGM? Ich war immer der kleine Bruder von Maria Schell. Sie war damals ein Star, wirklich ein Weltstar. Fantastisch. Fantastisch, wirklich. Diese Laufbahn, die sie gemacht hatte. Und ich war halt der kleine Bruder von Maria Schell. Und dann, wie ich den Oscar bekommen hatte, weiß ich noch, bin ich aufgegangen und auf die Bühne und habe gesagt, so, jetzt werden Sie in Deutschland nicht mehr sagen, der kleine Bruder von Maria Schell. Und dann flog ich am nächsten Tag nach Frankfurt und da war eine große Überschrift, der kleine Bruder von Maria Schell. Er hielt den Oscar. Die Alm in Österreich ist für Maximilian Schell ein Stück Heimat. Er und seine Schwester Maria entstammen einer Künstlerfamilie und waren sich immer sehr nahe. In dem preisgekrönten Dokumentarfilm »Meine Schwester Maria« begleitet er sie in den letzten Jahren, die sie hier verbrachte. Immer ein Stück weiter. Und zwar vom Haus hinüber zur Hütte. Und jedes Mal, wenn du ein Stück hinter dich gebracht hast, kannst du ein Stückchen einstecken und sagen, da war ich, das letzte Mal. Die Jagdhütte am Waldrand war immer das Herzstück der Alm. Das Zentrum für die Familie. Ja, das ist meine Mutter. Und das ist ein schönes Bild von meinem Vater. Mein Vater war Dichter. Er hatte immer die Gewohnheit, kleine Büchlein zu haben. Er hat aus der Tasche genommen und sich Sachen aufgeschrieben. Und wenn er einen Gedanken kriegte, schrieb er ihn auf. Das sind die Kinder. Mein Bruder, der Karl. Das bin ich. Das ist die Immi und das ist Maria. Mutter Schell, geborene Margarete Noe von Nordberg, ist Schauspielerin. Sie verdient das Nötigste für die Familie beim Radio und auf der Bühne. Aber das Geld ist immer knapp. Die Schells leben in Wien und verbringen den Sommer auf der Alm in Kärnten, die ihrer Familie gehört. Hier wohne ich.
Nein. Da drüben ist die Hütte, ist der Bauernhof. So Anfang 17. Jahrhundert, nein, Ende 17. Jahrhundert. Weiter oben hat Maria ein Haus hingebaut. Und dann, das war die frühere Jagdhütte. Und jetzt lebe ich da. Und dann wurde immer weniger Platz. Und dann hat man mich angebaut. So ein kleines Anbau. Da gehen wir nachher hin. Jahren auf der Bühne. Man ist einfach aufgewachsen inmitten von Kultur. Und da erzählte mir meine Mutter, ich weiß es eigentlich nicht mehr, da war ich in einem Blumenspiel von meinem Vater, sollte ich ein Gras spielen. Und die Verse waren, ich bin keine Blume, wisst ihr? Und ich sollte mit einem Veilchen tanzen. In der Generalprobe hat meine Mutter einen Fehler gemacht, den viele Regisseure vor ihr und nach ihr machten. Sie hat nämlich die Partnerin gewechselt. Und ich habe mich geweigert, aufzutreten. 3, 4 Jahre. Maximilian, jetzt sofort sprechen. Mm-mm. Du musst jetzt sofort sprechen. Mm-mm. Dann kam das Veilchen und hat mich bei der Hand genommen und so an die Rampe geführt. Mm-mm. Und dann wurde ich so wütend, hat mir meine Mutter erzählt, dass ich dann vor lauter Wut mit dem Fuß aufstampfte und den ganzen Text ins Publikum schrie. Und die letzte Zeile auch, ich bin keine Blume, wisst ihr was? Und doch eine Blume, ich bin Gras. Tosender Beifall, so habe ich nie mehr gekriegt. Mit dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland ändert sich 1938 alles für Familie Schell. Maximilian ist 7 Jahre alt. Wie Hitler eingezogen ist, war ja grauenhaft. Und deshalb hat mein Vater eines Tages gesagt, so, es ist genug, jetzt fahren wir in die Schweiz. Und da er Schweizer war und wir alle Schweizer Pässe hatten, war das möglich. Meine Eltern haben in Zürich irgendeine Wohnung gesucht. Meine kleine Schwester kam zur Tante Elise. Meine Schwester Maria kam in ein Mädchenpensionat. Mein Bruder kam in eine Schule, wo auch mein Vater schon war. Und ich kam ins Waisenhaus. Diese Zeit hat Maximilian Schell in seinem autobiografischen Roman Der Rebell verarbeitet. Darin erzählt er sein Leben meist in der dritten Person. Wenn er die Augen geschlossen hatte, in der doppelten Dunkelheit, fühlte er sich geborgen. Wie jetzt, nur nicht die Augen öffnen. Und weg mit den altüberlieferten Gedanken, die Kindheit sei das Schönste im Leben. Seine Kindheit war zum Teil grässlich gewesen, dachte er. Dieses kriegsbedingte, elternlose herumgeschoben werden von Verwandten im Waisenhaus und wieder zurück zu Verwandten, lieblos, geduldet nur, Künstlerkinder. Wenn ich heute daran denke, muss ich sagen, ich hatte sehr viel Glück. Aus Wien zur rechten Zeit noch entfliehen zu können mit den Eltern, in eine Heimat, die man selber nicht kannte, die Schweiz. Und dann den Krieg zu erleben. Wissen Sie, wie ich ihn erlebt habe? Auf der Schule und auf dem Schulweg. Immer am Schulweg ging ich an so einem Kiosk vorbei und da stand die Neue Zürcher Zeitung. Und ich kann mich sogar noch an Überschriften erinnern. Eins hieß die Atombombe. Eins hieß Ende Feuer in Europa. Und manchmal oben in der Villa Wesentonk, wo wir lebten, sahen wir von Ferne so ein Geschwader von Flugzeugen. Eins wurde abgeschossen. Mein Vater freute sich. Ich fand's grässlich. Nach Jahren der Trennung hatte Vater Schell in Zürich endlich ein Heim für die ganze Familie gefunden. Die Dienstbotenwohnung in der Villa Wesentonk, einem Anwesen mit Park. Hier hatte schon Richard Wagner Tristan und Isolde komponiert.
Das Familienleben beruhigt sich. Mutter Schell spielt am legendären Schauspielhaus Zürich, wo sich während und nach dem Zweiten Weltkrieg die Theaterelite Europas versammelt hatte. Auch die Kinder bekommen kleinere Rollen. Damals hatte ich das Glück, den kleinen Walter Tell zu spielen im Schauspielhaus Zürich. Mit Wolfgang Langhoff, mit Heinrich Tretler, also Kurt Horwitz, ganz große Schauspieler. Und das war 3 Jahre, 4 Jahre lang, jedes Jahr, weil das wurde immer wiederholt für die Schweizer Schulen. Und wenn wir dann halt den Tell gelesen haben, dann hat der Deutschlehrer gesagt, ich sollte meine Rolle lesen. Und dann haben wir in der 6. oder 7. Klasse haben wir die Räuber aufgeführt. Und das war schon ein ziemlich großes Unternehmen. Und wir haben es halt jung und leidenschaftlich. Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum, wenn ich in meinem Plutarch lese von großen Menschen. Das sind ja schöne Sätze. Wenn man die wirklich, Kameraden, ich habe eine Armee in meiner Faust. Das muss man schreiben und einfallen und spielen. Neben dem Theater hat der Schüler Schell eine weitere Leidenschaft, die ihn sein Leben lang begleiten wird. Das Zeichnen und das Sammeln von Kunst. Ich habe alle Lehrer porträtiert für die Matura-Zeitung. Das waren 2 Liebe. Das war der Rektor. Das war unser Französischlehrer. Und der hat gesagt, Monsieur Schell, eine haute Fantasie, aber man macht zu viele Fehler. Das war unser Zeichenlehrer. Und wie ich rausgeschmissen werden sollte, hat er dafür gearbeitet, dass ich bleibe. Und er hat gesagt, wenn wir den Schell aus der Schule ausschließen, ist das ein Armutszeugnis für unsere Schule. Nach dem Abitur studiert Maximilian Schell in Zürich Germanistik und Kunstgeschichte. Sein Vater hatte ihn gebeten, einen Brotberuf zu erlernen. An der Universität verfolgt er seine unterschiedlichen künstlerischen Interessen. Er gestaltet das Plakat für die Jedermann-Aufführung der Studenten, spielt die Hauptrolle und entscheidet sich nach 7 Semestern für die Schauspielerei. Was macht man als junger Mensch? Bis 18, 19 zahlen es die Eltern. Man muss ja auch leben. Und dann habe ich entdeckt, dass man auch im Theater spielen kann, als Junge oder als junger Schauspieler. Und das war eigentlich die einfachste Art, Geld zu verdienen. Und das war der große Sprung vom Kind zum Mann. Ich war Zürich müde ein bisschen. Auch diese nachfriedliche Zeit in der Schweiz. Mir ging es einfach darum, gute Rollen zu spielen. Und wenn ich kein Engagement hatte, dann ging ich vorsprechen. Ich war in Bonn engagiert, mit sensationellem Misserfolg. Habe ich dort den Prinz von Homburg gespielt. Es war begeisternd, weil es so verrissen. Also einer hat geschrieben, das Stück steht und fällt mit dem Titelhelden. In dieser Inszenierung vieles. Das war so der Anfang. Ne? Und so hatte ich eigentlich fast immer solche Kritiken. In den 50er Jahren spielt Maximilian Schell unter anderem in Theatern in Bonn, Essen, Düsseldorf und München. Und trifft in dieser Zeit auf eine wichtige Person, die Schauspielagentin Erna Baumbauer, die ihn grandios findet und nach Amerika empfiehlt. Und dann kam ein, Talentsucher, den die William Morris Agency, das war die, ja, damals schon die größte Agency, nach Europa geschickt hat, um junge Gesichter zu suchen. Und dann habe ich gespielt in den Kammerspielen Männerhaus von Thomas Wolfe. Und das war eine Rolle, die ich liebte, wo ich auch ganz gut war. Und da haben sie es zum ersten Mal ein bisschen gemerkt,
Ganz blöd ist er nicht. Und ich habe sehr gearbeitet, auch sprachlich und so. Und da war der drin und hat gesagt, der Einzige, der in Frage kommt, ist Maximilian Schell. Und dann hat mich sofort mitgenommen und hat, das heißt, er hat angerufen aus Paris und gesagt, ob ich nach Paris kommen will, um Marlon Brando kennenzulernen. Nun mochte ich Marlon Brando nicht besonders. Ich mochte immer diese hautigen Helden und diese etwas I love you baby, yes of course, I love you very much und so. Das fand ich nicht so gut. Ich fand, wenn man jemanden liebt, kann man es auch ohne Katzen sagen. Aber ich gesagt, warum nicht kennenlernen? Tut ja nicht weh.1957 dreht der Hollywood-Regisseur Edward Dimitrik hier Die jungen Löwen. Eine Geschichte, die zur Zeit der Nazi-Okkupation spielt. Schell spricht noch kein Englisch, als er auf Marlon Brando trifft. Der Hollywood-Star spielt einen deutschen Soldaten und darf sich seinen Vorgesetzten im Film selbst aussuchen. Und dann haben wir uns unterhalten, ich glaube mit dem Agenten, der war dabei, 2 Stunden lang. Über die Rolle, nur mit Zeichensprache und das, gelesen hatte ich es ja. Und dann sagt er nach 2 Stunden, der ist richtig für die Rolle. Und dann hat der Bernie Williams gesagt, don't you know, don't you hear it, you have the role. So ich, ja, Moment, ich muss mal das Drehbuch lesen, ich kenne das ja gar nicht, ich kenne den Roman, aber nicht das Drehbuch. Und dann sagt er, well, don't you know, you just take it, you got the part. Und der Marlon hat dann gemerkt, dass ich das Drehbuch lesen will und sagt, oh, das kannst du von mir kriegen. Entschuldigen Sie, Oberleutnant Brandt. Da Sie Kriegsberichter sind, sind Sie vielleicht so freundlich, mich für meine Frau zu fotografieren. Wir wollten schon immer mal nach Paris. Na, am besten stellen wir uns auf die Treppe. Kommen Sie. Ja. Mit dieser Kirche da als Hintergrund. Ja. Dann gingen sie rauf und hatten es so zunächst einmal. Und dann hatten wir Brando die Idee gegeben, ein dass ich doch über ihn stehen soll. Und das fand ich erstens mal sehr großzügig und außerdem war es ein hübscher Einfall. Ja, ausgezeichnet. Bitte so bleiben, meine Herren, das gibt ein großartiges Bild. Der Übermut des Siegers. Im Fronteinsatz hätte ich Sie für diese Bemerkung erschießen lassen, Distel. Ja, das sagt er zweimal. Wir kommen da noch drauf. Ich kenne die Seiten. Halten Sie gefälligst den Mund. Das habe ich alles in der Schweizer Armee gelernt. Weder Moralisten noch Individualisten. Es wird höchste Zeit, dass Sie sich. Ich wollte eigentlich nie, vor allem kein Nationalsozialisten spielen. Wir sind selber Emigranten gewesen und haben genug gelitten unter den Deutschen. Und das Traurige war halt das, es ist wirklich traurig, dass als Rollen, die Amerikaner waren ja natürlich, haben sie den Deutschen genommen, weil ein Deutscher gespielt worden ist. Nun, wer war in diesen Kriegsfilmen deutsch? Die Deutschen. Sogar die jüdischen Schauspieler spielten deutsche Rollen, weil sie sonst nicht existieren konnten. Und es gab ja keine Liebhaber Deutsche. Es gab römische oder italienische Liebhaber, französische Liebhaber, aber sicher keine Deutschen. Und wenn man überhaupt ja, so ein Verteidiger spielen durfte, das war schon ein Privileg. In dem Film Das Urteil von Nürnberg verteidigt Schell einen Richter aus der Nazizeit. Das Werk behandelt die Fragen von Recht und Gerechtigkeit und von der Verantwortung des Einzelnen in einem totalitären Regime. Ja, das ist das ursprüngliche Programm von Urteil von Nürnberg. Spencer Tracy, toll. Dann, das ist die ganze Gerichtsverhandlung, das ist die ganze Situation vom Film. Da sind die Angeklagten, da war der Burt Lancaster, oder ist der Burt Lancaster, das ist Richard Widmark. Und das ist Montgomery Clift, das war mein Liebling. Und wir haben uns sehr befreundet, das bin ich.
Das war der Verteidiger von Burt Lancaster. Ein junger Verteidiger, der absolut unschuldig war an dem, was im Dritten Reich passierte und der trotzdem mit aller Kraft Deutschland verteidigte. Weil er sagte, wir Jungen wussten nichts davon. Und hier ist Judy Garland, da waren wir auch befreundet. Und natürlich hat man dann, wenn Sie gefragt haben, wie hat man die kennengelernt? Die Freunde von denen hat man halt kennengelernt. Das waren wieder Stars. Und deshalb hat man die alle kennengelernt. Das war Marlene Dietrich, da habe ich sogar einen Film gemacht mit ihr. Das war wieder der Burt Lancaster. In der nächsten Woche läuft in Berlin ein bedeutsamer Film an, Das Urteil von Nürnberg. Der Produzent und der Regisseur ist Stanley Kramer. Ich glaube nicht, dass diesem Stoff zeitliche Grenzen gesetzt sind. Der Prozess mag zwar vor 16 oder 17 Jahren stattgefunden haben, die Gesetze der Menschlichkeit galten aber schon vor 1600 Jahren und sie gelten heute noch. Ich wünschte nur, die deutsche Filmindustrie hätte den ersten Schritt getan und sich mit diesem Problem auseinandergesetzt, anstelle von Stanley Kramer. Ich hoffe doch, dass sie es in der einen oder anderen Form noch tun wird. Die Sicht aus einem jungen Deutschen, der wirklich nichts wusste von dem, was passierte, das haben die noch nie gehört. Und ja, schauen wir es mal an. Jetzt wird seine Rede verteilt. Die hat er aber ad acta gelegt, weil er da noch nicht die Filme gesehen hat, die gezeigt wurden. Und die sind ja grauenhaft. Dass es heute überhaupt Leugner gibt von der Holocaust, das ist mir ein Rätsel, das ist ja alles sichtbar. Und jetzt kommt er und legt aber das Manuskript weg. Und er weiß eigentlich gar nicht, was er sagen soll. Dem Gericht wurden gestern Filme vorgeführt. Es fällt der Verteidigung schwer, darüber zu sprechen. Es waren schreckliche Filme. Entsetzliche Filme. Als Deutscher bin ich beschämt, dass solche Dinge in meinem Vaterland passieren konnten. Ja, er wusste es nicht. Es wird nie eine Rechtfertigung dafür geben. Nicht in Generationen, nicht in Jahrhunderten. Und dann kommt dieser grandiose Satz, den ich entscheidend finde, wo der Justizminister sagt, glauben Sie mir, ich wusste nicht. Ich wusste von diesen Dingen nicht. Und dann sagte Spencer Tracy, den ersten Mann, den Sie verurteilt haben zum Tod, von dem Sie wussten, dass er unschuldig war, das war der Beginn Ihrer Schuld. Naja, und sogar die Haare spielen mit. Das haben wir alles in einem gedreht. Nur wenigen Deutschen war bekannt, was wirklich los war. Nur sehr wenig. Ja, stimmt. Keiner von uns. Ich habe mich nie ausgenommen. Ich war immer verantwortlich für 5 Millionen Juden in Amerika. Und dann einmal hat einer gesagt, da habe ich gesagt, ich will nur bemerken, ich bin eigentlich Schweizer und war in der Schweiz. Das war aber schon so eine Entschuldigung, fast jeder hat gesagt, ich bin Schweizer und ich war im Krieg in der Schweiz. Ne? Und jetzt hat es gestimmt und hat bei einer gesagt, naja, die haben es ja auch gemacht. Dann sage ich, ja, ja, Sie sind ja Mexikaner, Sie haben es ja auch gemacht. Ne? I am citizen of the United States. Ja, I'm citizen of Switzerland, so what. Das war heftig, wirklich. Ich habe zum Teil wirklich auch meinen Ruf riskiert. Und dann kommt einer und schreibt, ich würde in antideutschen Filmen mitspielen. Und das hat meinen Zorn natürlich erregt. Maximilian Schell ist jetzt ein gefragter Mann im internationalen Filmgeschäft. Auf der Höhe seines Triumphes, Hollywood liegt ihm zu Füßen, wendet er sich wieder seiner anderen Leidenschaft zu, dem Theater. Er bewirbt sich in Deutschland bei einer legendären Theatergröße. Und daraufhin habe ich Gründgens geschrieben aus Hollywood.
Lieber Herr Gröntgens, hätten Sie Lust, mit mir den Hamlet zu machen? Kriegte nie eine Antwort. Und wie ich zurückkam nach Deutschland, habe ich ihn angerufen. Und dann sagte er, ich habe gedacht, Sie wollten mit mir über den Hamlet sprechen. Ja, ich sagte, dann machen wir es doch. Ja, dann machen wir es doch. Sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage, ob's edle im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Mitchell wird ein neuer Hamlet-Typus geboren. Seine Darstellung des Prinzen von Dänemark gilt als Meisterleistung auf deutschsprachigen Bühnen. Also hier? Nun, Mutter sagt, was gibt's? Hamlet, dein Vater ist von dir beleidigt. Mutter, mein Vater ist von euch beleidigt. Komm, komm, du sprichst mit einer losen Zunge. Geht, geht, ihr fragt mit einer bösen Zunge. Mein Vater war Dichter und hat gesagt, weißt du, Griechisch kannst du immer brauchen. Aber Englisch lernt man eigentlich nur, um Shakespeare im Original zu lesen. Das habe ich dann auch getan. Und das kam mir sehr zugute bei Hamlet. Ich weiß noch ganz genau, wie ich dann raufkam zu Gründgens. Und dann habe ich gesagt, ja, mich stört so manchmal etwas, auch bei der schlegelschen Übersetzung. Sagt er, ja, was denn? Dann habe ich gesagt, zum Beispiel am Anfang, da sagt der König zu ihm, wie, hängen stets noch Wolken über euch? Und dann antwortet Hamlet, nein, nein, mein Fürst, ich habe zu viel Sonne. Da habe ich mir gedacht, hat der einen Sonnenstich, oder? Was ist los? Ich habe zu viel Sonne, sagt gar nichts. Da habe ich nachgeschaut und jetzt konnte ich auch Englisch. Und dann sagt, nee, nee, my lord, I'm too much in the sun. Und das war gut. Dann habe ich das dem Gründgens gesagt und dann habe ich gesagt, ja, das ist schon gut. Da habe ich gesagt, ich stehe zu sehr in der Sonne. Ja, oder ich stehe zu sehr im Licht. Ja, das ist es, das lassen wir. Ich stehe zu sehr im Licht. So danke ich euch für euren guten Rat. Gustav Gründgens nahm mit dieser Hamlet-Inszenierung Abschied von seiner Zeit und öffnete die Tür für die Moderne. Folgt auf dem Fuß, ihr Dr. Horatio. Das ist der Wahnsinn der Ophelia, der hat mich immer sehr beschäftigt. Ich wollte immer eine ganz normale, hübsche Frau für die Ophelia. Nicht eine, die schon von vornherein wahnsinnig ist, so wie die Kronprinzessin von der Niederlande damals war. Hübsch, nett, lieb. Denn das Entscheidende ist, dass sie ja diese Liebe zwischen Hamlet und ihr ist ja absurd. Und dass er sie geliebt hat, ist sicher auch eine Jugenderinnerung dabei. Aber entscheidend ist, dass sie sich für den Vater entscheidet und nicht für Hamlet. Das macht ihn zornig. Und da sagt er, ich weiß auch mit euren Malereien Bescheid. Gott hat euch ein Gesicht gegeben und ihr macht auch ein anderes. Ihr tänzelt, trippelt, ihr lispelt, gebt Gottes Kreatur und verhunzte Namen und stellt euch aus Leichtfertigkeit, unwissend geht mir nichts mehr davon. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich sage, wir wollen nichts mehr vom Heiraten wissen. Wer noch nicht verheiratet ist, alle außer einem, soll sein Leben behalten. Damit meint er natürlich den König. Die anderen sollen bleiben, wie sie sind. Da geht er noch mal liebend zu ihr und sagt, in ein Kloster gehen oder in ein Bordell. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Neben seinen vielen Bühnenrollen hat Maximilian Schell allein den Hamlet dreimal gespielt, neu übersetzt und auch selbst inszeniert. Das Multitalent etabliert sich als Schauspieler, Dramaturg, Autor und Regisseur.
Dafür ist er viel unterwegs auf dem nationalen und internationalen Parkett und sucht immer wieder eine neue Herausforderung. Ich glaube, dass in der Zukunft meine Hauptarbeit in der Regie liegt und naturgemäß auch mit dem Schreiben. Denn ich glaube gerade beim Film, dass der sogenannte Autorenfilm jetzt die beste Zukunft hat. Es war weniger der Wunsch, Geschichten zu erzählen, als der Wunsch, seine Talente ausüben zu können. Das München der 70er Jahre ist ein fruchtbarer Boden für Autorenfilmer. Schell dreht in dieser Zeit 4 Spielfilme. In Der Fußgänger, seinem zweiten Film, erzählt er eine Vater-Sohn-Geschichte, die sich mit dem Konflikt der Kriegsgeneration und den nachfragenden 68ern beschäftigt. Regisseur Maximilian Schell hat mit seinem Film Der Fußgänger einen überraschenden Erfolg bei Presse und Publikum in New York, sodass er als bester fremdsprachiger Film für den Oscar nominiert worden ist. Die Anteilnahme an Ihrem Film hier ist der Inhalt, die Auseinandersetzung mit der unbewältigten Vergangenheit oder die Tatsache, dass Sie hier als Produzent, Regisseur und Autor in einem auftreten? Ich glaube, es ist in erster Linie die Parallele, die die Amerikaner ziehen mit ihrer eigenen Vergangenheit. Dadurch, dass sie gerade Vietnam hinter sich haben und dass der Watergate-Skandal noch in voller Blüte ist, können sie eine Parallele ziehen zu dieser doch typisch deutschen Geschichte, die aber sehr viele Ähnlichkeit mit der jetzigen Situation in Amerika hat. Ich habe den Fußgänger gemacht. Und der hat ja 49 Preise gekriegt. Und da kamen plötzlich so 2 zu mir und sagen, ob ich nicht den Richter und seinen Henker machen würde. Ja, können wir darüber reden. Aber zuerst habe ich mal das Drehbuch geschrieben und dann habe ich gesagt, wenn man zum Beispiel etwas von Shakespeare verfilmt oder von einem Genie, dann geht man doch zuerst einmal zum Genie und sagt, können Sie mir das Drehbuch schreiben, ne? Und so ging ich zum Dürrenmatt. 2 Wochen vor dem Drehbeginn hat er so ein dickes Buch geschrieben, 180 Seiten, das nichts mehr zu tun hatte mit dem Richter und seinen Henker, nichts mehr. Aber es war sehr spannend. Dann haben wir es halt miteinander gemacht. Der Dürrenmatt hat mitgespielt und war essentiell für den Film. Und der Film war ja ein ziemlich großer Erfolg, auch für ihn. Da haben wir es. Ich werde wieder als Traurigster unterschätzt. Von den Kritikern und von der Polizei. Gegen wen spielen Sie? Gegen mich selber. Ich bin der einzige Mensch, der auf meinem Niveau spielt. Sind Sie so gut? Nein. So nicht nur den Autor Friedrich Dürrenmatt begeistert Schell für sein Projekt. Die anderen Rollen besetzt der Regisseur mit renommierten Kollegen aus Hollywood. So, ich bin nur ein totales Wrack. Wie waren denn die Ferien? Fantastisch. Und die Mädchen? Fantastisch. Nein, ich weiß nur, dass du mit Robert gearbeitet hast. Bell zu viel. Stört meinen Schlaf. Genau. Einer nach dem anderen. Schön, dass es Ihnen so gut geht. Guten Flug, Bodo. Ich habe immer gedacht, die Welt früher wenigstens, heute ähnlich, die Welt ist wie ein Theaterstück. Man wird von Gott ausgeschickt und sagt, du spielst den, sie spielen die Frau. Sie spielen diesmal ein kurzes Leben, aber wir sprechen dann darüber und so. Und wenn die dann alle gestorben sind, dann kommen sie wieder zusammen und dann gibt es eine Kritik, wie das war. Wie weit hat man die Rolle gespielt, wie weit hat man sie durchgespielt. Ich bin nicht traurig, yeah.
moralistisches Stück aus dem Mittelalter, das heißt eigentlich aus der englischen Tradition, Everyman. Und es ist einfach das Sterben des reichen Mannes. Es hat nicht einmal was zu tun mit einem bestimmten Tod, sondern der Tod kommt jederzeit. Am Anfang wird er auch von Gott geschickt, um jedermann zu holen. Was will mein Gott von mir? Abrechnung will erhalten mit dir, unverweilt. Ganz und gar bin ich unbereit. Maximilian Schell hat den Jedermann in Salzburg 5 Jahre lang gespielt. Eine Rolle, die nur den herausragenden Schauspielern ihrer Zeit angetragen wird. Über seinen Jedermann hat er ein ganzes Buch gestaltet. Und das war eine Zeichnung von mir, wie ich den Text gelernt hatte. Das ist der reiche Jedermann. Das ist einfach ein Mann, der viel Geld hat, auch relativ grausam ist und sich für sich interessiert. Und wie dann der Tod kommt, bittet er um Aufschub. Dann sagt der Tod, gut, eine Stunde gebe ich dir. Und er will jemanden gewinnen, der mit ihm kommt. Das ist natürlich furchtbar naiv. Aber ich verstehe schon. Ich gehe auch lieber mit meiner Freundin als ganz allein. Und am Schluss sieht er dann halt, dass keiner mit ihm kommt. Und dann kommen die guten Werke und der Glaube, die dann mit ihm kommen. Zum 90 Jahre Jedermann-Jubiläum auf dem Salzburger Domplatz 2010 war Maximilian Schell als Ehrengast geladen. Vom Publikum und von den jungen Schauspielern wird er immer noch verehrt, wie ihm der Jedermann-Darsteller Nikolas Ovčarek demonstrierte. Der war hervorragend, hervorragend. Und dann ganz plötzlich hat er sich hingekniet vor mir und ja, es war eigentlich ein schöner Moment. Hätte ich nicht erwartet. Das war im Murtertal. Da hat meine Mutter, wie wir schon mal wieder gestritten haben, hat sie gesagt, da waren so ganz dünne Hölzchen, die man brauchte zum Anfeuern. Und danach hat sie gesagt, so, jetzt bricht das einmal auseinander. Das war ganz leicht. Und jetzt nehmen wir 6 Personen, und jetzt nehmen wir mal 6. Das kriegte keiner auseinander. Und sie hat gesagt, wenn ihr zusammenhaltet, dann ist das so wie diese Hölzchen. Und das haben wir dann gemacht. Das wirkliche Ausmaß von Marias finanzieller Katastrophe erfuhr ich erst am Tag nach der Beerdigung unserer Mutter. Sie hat mehr als 90 Jahre hier verbracht. 2 Weltkriege überlebt. Sie hat die Alm als Zentrum unserer Familie erhalten und ich werde versuchen, es ihr gleich zu tun. Wie immer bei Beerdigungen. Sie haben die ganze Familie da und es hat auch geregnet. Es waren nur so Schirmen, schwarze Schirme. Und dann erfuhr ich, dass die Maria unglaubliche Schulden hatte und dass die Alm versteigert werden sollte. Und dann bin ich mit dem Bankier zusammengesessen und habe gefragt, wie viel es waren. Es war eine sehr, sehr große Summe und ich hatte sie einfach nicht. Und dann musste ich sie irgendwie auftreiben. Und das Einfachste oder Schwerste war, meine Bilder auf die Auktion zu geben. Natürlich habe ich mir gesagt, was ist wichtiger, dass die Maria in Ruhe leben kann noch, weil die dann fast noch 7, 8 Jahre gelebt, oder dass tote, wunderschöne Dinge in meinem Haus sind, die ja dann... Die bleiben ja auch schön, wenn sie nicht mehr hier sind. Und ich habe sie, meine Sammlung war eigentlich etwas vom Schönsten, weil ich das Gefühl hatte, das gibt meinem Leben einen Sinn. Bilder zu sammeln, Maler zu kennen, unter anderem eben auch Roscoe.
manchmal brauche ich Zitate, weil die einfach die Dichter es noch besser ausgedrückt haben. Und Goethe hat in seinem Faust geschrieben, wir wollen versuchen zu sehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Vielleicht ist das der Punkt, den man wirklich gerne erreichen möchte. Einfach wissen, erkennen, auch gestalten. Und man weiß ganz genau, es ist unwichtig. Und doch wieder wichtig. Wie viel Leben darf ich Ihnen erzählen, die ich damals geführt habe? Ich führe heute noch sehr, sehr viele Leben. Gelesen hatte ich es ja. Und dann sagt er nach 2 Stunden, der ist richtig für die Rolle. Und dann hat der Bernie Williams gesagt, don't you know, don't you hear it, you have the role. So, ja, Moment, muss mal das Drehbuch lesen. Ich kenne das ja gar nicht, ich kenne den Roman, aber nicht das Drehbuch. Und dann sagt er, well, don't you know, just take it, you've got the part. Und der Marlon hat dann gemerkt, dass ich das Drehbuch lesen will und sagt, oh, das kannst du von mir kriegen. Entschuldigen Sie, Oberleutnant Brandt. Da Sie Kriegsberichter sind, sind Sie vielleicht so freundlich, mich für meine Frau zu fotografieren. Wir wollten schon immer mal nach Paris. Na, am besten stellen wir uns auf die Treppe. Kommen Sie. Ja. Mit dieser Kirche da als Hintergrund. Ja. Dann gingen sie rauf und hatten es so zunächst einmal. Und dann hat mir Brando die Idee gegeben, ein dass ich doch über ihn stehen soll. Und das fand ich erstens mal sehr großzügig und außerdem war es ein hübscher Einfall. Ja, ausgezeichnet. Bitte so bleiben, meine Herren, das gibt ein großartiges Bild. Der Übermut des Siegers. Im Fronteinsatz hätte ich Sie für diese Bemerkung erschießen lassen, Distel. Ja, das sagt er zweimal. Wir kommen da noch drauf. Ich kenne diesen Mund. Halten Sie gefälligst den Mund. Das habe ich alles in der Schweizer Armee gelernt. Weder Moralisten noch Individualisten. Es wird höchste Zeit, dass Sie sich... Ich wollte eigentlich nie, vor allem keine Nationalsozialisten spielen. Wir sind selber Emigranten gewesen und haben genug gelitten unter den Deutschen. Und das Traurige war halt das, es ist wirklich traurig, dass... als Rollen. Die Amerikaner waren ja natürlich, haben den Deutschen genommen, weil ein Deutscher gespielt worden ist. Nun, wer war in diesen Kriegsfilmen deutsch? Die Deutschen. Sogar die jüdischen Schauspieler spielten deutsche Rollen, weil sie sonst nicht existieren konnten. Und es gab ja keine Liebhaber Deutsche. Es gab römische oder italienische Liebhaber, französische Liebhaber, aber sicher keine deutschen. Und wenn man überhaupt ja, so ein Verteidiger spielen durfte, das war schon ein Privileg. In dem Film Das Urteil von Nürnberg verteidigt Schell einen Richter aus der Nazizeit. Das Werk behandelt die Fragen von Recht und Gerechtigkeit und von der Verantwortung des Einzelnen in einem totalitären Regime.
Ja, das ist das ursprüngliche Programm von Urteil von Nürnberg. Spencer Tritt. Folgt auf dem Fuß hier doch, Horatio. Das ist der Wahnsinn der Ophelia, der hat mich immer sehr beschäftigt. Ich wollte immer eine ganz normale, hübsche Frau für die Ophelia. Nicht eine, die schon von vornherein wahnsinnig ist, so wie die Kronprinzessin von den Niederlanden damals war. Hübsch, nett, lieb. Denn das Entscheidende ist, dass sie ja diese Liebe zwischen Hamlet und ihr ist ja absurd. Und dass er sie geliebt hat, ist sicher auch eine Jugenderinnerung dabei. Aber entscheidend ist, dass sie sich für den Vater entscheidet und nicht für Hamlet. Das macht ihn zornig. Und da sagt er, ich weiß auch mit euren Malereien Bescheid. Gott hat euch ein Gesicht gegeben und ihr macht auch ein anderes. Ihr tänzelt, trippelt, ihr lispelt, gebt Gottes Kreatur und verhunzte Namen und stellt euch aus Leichtfertigkeit, Unwissen geht mir nichts mehr davon. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich sage, wir wollen nichts mehr vom Heiraten wissen. Wer noch nicht verheiratet ist, alle außer einem, soll sein Leben behalten. Damit meint er natürlich den König. Die anderen sollen bleiben, wie sie sind. Dann geht er noch mal liebend zu ihr und sagt, in ein Kloster gehen oder in ein Bordell. Es ist wunderbar. Neben seinen vielen Bühnenrollen hat Maximilian Schell allein den Hamlet dreimal gespielt, neu übersetzt und auch selbst inszeniert. Das Multitalent etabliert sich als Schauspieler, Dramaturg, Autor und Regisseur. Dafür ist er viel unterwegs auf dem nationalen und internationalen Parkett und sucht immer wieder eine neue Herausforderung. Ich glaube, dass in der Zukunft meine Hauptarbeit in der Regie liegt und naturgemäß auch mit dem Schreiben. Denn ich glaube gerade beim Film, dass der sogenannte Autorenfilm jetzt die beste Zukunft hat. Es war weniger der Wunsch, Geschichten zu erzählen, als der Wunsch, seine Talente ausüben zu können. Das München der 70er Jahre ist ein fruchtbarer Boden für Autorenfilmer. Schell dreht in dieser Zeit 4 Spielfilme. In Der Fußgänger, seinem zweiten Film, erzählt er eine Vater-Sohn-Geschichte, die sich mit dem Konflikt der Kriegsgeneration und den Nachfragen. Individualisten. Es wird höchste Zeit, dass sie sich. Ich wollte eigentlich nie, vor allem keinen Nationalsozialisten spielen. Wir sind selber Emigranten gewesen und haben genug gelitten unter den Deutschen. Und das Traurige war halt das, es ist wirklich traurig, dass als Rollen die Amerikaner waren ja natürlich, haben sie den Deutschen genommen, weil ein Deutscher gespielt worden ist. Nun, wer war in diesen Kriegsfilmen deutsch? Die Deutschen. Sogar die jüdischen Schauspieler spielten deutsche Rollen, weil sie sonst nicht existieren konnten. Und es gab ja keine Liebhaber Deutsche. Es gab römische oder italienische Liebhaber, französische Liebhaber, aber sicher keine Deutschen. Und wenn man überhaupt ja, so ein Verteidiger spielen durfte, das war schon ein Privileg. In dem Film Das Urteil von Nürnberg verteidigt Schell einen Richter aus der Nazizeit. Das Werk behandelt die Fragen von Recht und Gerechtigkeit und von der Verantwortung des Einzelnen in einem totalitären Regime. Ja, das ist das ursprüngliche Programm von Urteil von Nürnberg. Spencer Tracy, toll. Dann, das ist die ganze Gerichtsverhandlung, das ist die ganze Situation vom Film. Da sind die Angeklagten, da war der Burt Lancaster, oder ist der Burt Lancaster, das ist Richard Widmark.
Und das ist Montgomery Clift, das war mein Liebling. Und wir haben uns sehr befreundet. Das bin ich. Das war der Verteidiger von Burt Lancaster. Ein junger Verteidiger, der absolut unschuldig war an dem, was im Dritten Reich passierte. Und der trotzdem mit aller Kraft Deutschland verteidigte. Weil er sagte, wir Jungen wussten nichts davon. Und hier ist Judy Garland, da waren wir auch befreundet. Und natürlich hat man dann, wenn Sie gefragt haben, wie hat man die kennengelernt? Die Freunde von denen hat man halt kennengelernt. Das waren wieder Stars. Und deshalb hat man die alle kennengelernt. Das war Marlene Dietrich, da habe ich sogar einen Film gemacht mit ihr. Das war wieder der Burt Lancaster. In der nächsten Woche läuft in Berlin ein bedeutsamer Film an, Das Urteil von Nürnberg. Der Produzent und der Regisseur ist Stanley Kramer. Ich glaube nicht, dass diesem Stoff zeitliche Grenzen gesetzt sind. Der Prozess mag zwar vor 16 oder 17... Und dann wurde immer weniger Platz. Und dann hat man sich angebaut. So ein kleines Anbau. Da gehen wir nachher hinein. Jahren auf der Bühne. Man ist einfach aufgewachsen inmitten von Kultur. Und da erzählte mir meine Mutter, ich weiß es eigentlich nicht mehr, da war ich in einem Blumenspiel von meinem Vater, sollte ich ein Gras spielen. Und die Verse waren, ich bin keine Blume, wisst ihr? Und ich sollte mit einem Veilchen tanzen. In der Generalprobe hat meine Mutter einen Fehler gemacht, den viele Regisseure vor ihr und nach ihr machten. Sie hat nämlich die Partnerin gewechselt. Und ich habe mich geweigert, aufzutreten. 3, 4 Jahre. Maximilian, jetzt sofort sprechen. Mm-mm. Du musst jetzt sofort sprechen. Mm-mm. Dann kam das Veilchen und hat mich bei der Hand genommen und so an die Rampe geführt. Mm-mm. Und dann wurde ich so wütend, hat mir meine Mutter erzählt, dass ich dann vor lauter Wut mit dem Fuß aufstampfte und den ganzen Text ins Publikum schrie. Und die letzte Zeile auch, ich bin keine Blume, wisst ihr was? Und doch eine Blume, ich bin Gras. Tosender Beifall, so einen habe ich nie mehr gekriegt. Mit dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland ändert sich 1938 alles für Familie Schell. Maximilian ist 7 Jahre alt. Wie Hitler eingezogen ist, war ja grauenhaft. Und deshalb hat mein Vater eines Tages gesagt, so, es ist genug, jetzt fahren wir in die Schweiz. Und da er Schweizer war und wir alle Schweizer Pässe hatten, war das möglich. Meine Eltern haben in Zürich irgendeine Wohnung gesucht. Meine kleine Schwester kam zur Tante Elise. Meine Schwester Maria kam in ein Mädchenpensionat. Mein Bruder kam in eine Schule, wo auch mein Vater schon war. Und ich kam ins Waisenhaus. Diese Zeit hat Maximilian Schell in seinem autobiografischen Roman Der Rebell verarbeitet. Darin erzählt er sein Leben meist in der dritten Person. Wenn er die Augen geschlossen hatte, in der doppelten Dunkelheit, fühlte er sich geborgen. Wie jetzt, nur nicht die Augen öffnen. Und weg mit den alt überlieferten Gedanken. Jahren, die sie hier verbrachte. Immer ein Stück weiter. Und zwar vom Haus hinüber zur Hütte. Und jedes Mal, wenn du ein Stück hinter dich gebracht hast, kannst du ein Stückchen einstecken und sagen, da war ich, das letzte Mal. Die Jagdhütte am Waldrand war immer das Herzstück der Alm. Das Zentrum für die Familie. Ja, das ist meine Mutter. Und das ist ein schönes Bild von meinem Vater. Mein Vater war Dichter. Er hatte immer die Gewohnheit, kleine Büchlein zu haben,
aus der Tasche genommen und sich Sachen aufgeschrieben. Und wenn er einen Gedanken kriegte, schrieb er ihn auf. Das sind die Kinder. Mein Bruder, der Karl. Das bin ich. Das ist die Immi. Und das ist Maria. Mutter Schell, geborene Margarete Noe von Nordberg, ist Schauspielerin. Sie verdient das Nötigste für die Familie beim Radio und auf der Bühne. Aber das Geld ist immer knapp. Die Schells leben in Wien und verbringen den Sommer auf der Alm in Kärnten, die ihrer Familie gehört. Hier wohne ich. Nein, da drüben ist die Hütte, ist der Bauernhof. So Anfang 17. Jahrhundert, nein, Ende 17. Jahrhundert. Weiter oben hat Maria ein Haus hingebaut. Und dann, das war die frühere Jagdhütte. Und jetzt lebe ich da. Und dann wurde immer weniger Platz. Und dann hat man mich angebaut. So ein kleines Anbau. Da gehen wir nachher hin. Jahren auf der Bühne. Man ist einfach aufgewachsen inmitten von Kultur. Und da erzählte mir meine Mutter, ich weiß es eigentlich nicht mehr, da war ich in einem Blumenspiel von meinem Vater, sollte ich ein Gras spielen. Und die Verse waren, ich bin keine Blume, wisst ihr? Du spielst den, sie spielen die Frau, sie spielen diesmal ein kurzes Leben, aber wir sprechen dann darüber und so. Und wenn die dann alle gestorben sind, dann kommen sie wieder zusammen und dann gibt es eine Kritik, wie das war. Wie weit hat man die Rolle gespielt? Wie weit hat man sie durchgespielt? Ich bin nicht traurig, jeder. Es ist traurig, jeder. Es ist ein moralistisches Stück aus dem Mittelalter, das heißt eigentlich aus der englischen Tradition, Everyman, und ist einfach das Sterben des reichen Mannes. Es hat nicht einmal was zu tun mit einem bestimmten Tod, sondern der Tod kommt jederzeit. Am Anfang wird er auch von Gott geschickt, um jedermann zu holen. Was will mein Gott von mir? Abrechnung will erhalten mit dir, unverweilt. Ganz und gar bin ich unbereit. Maximilian Schell hat den Jedermann in Salzburg 5 Jahre lang gespielt. Eine Rolle, die nur den herausragenden Schauspielern ihrer Zeit angetragen wird. Über seinen Jedermann hat er ein ganzes Buch gestaltet. Und das war eine Zeichnung von mir, wie ich den Text gelernt hatte. Das ist der reiche Jedermann. Das ist einfach ein Mann, der viel Geld hat, auch relativ grausam ist und sich für sich interessiert. Und wie dann der Tod kommt, bittet er um Aufschub. Dann sagt der Tod, gut, eine Stunde gebe ich dir. Und er will jemanden gewinnen, der mit ihm kommt. Das ist natürlich furchtbar naiv. Aber ich verstehe schon. Ich gehe auch lieber mit meiner Freundin als ganz allein. Und am Schluss sieht er dann halt, dass keiner mit ihm kommt. Und dann kommen die guten Werke und der Glaube, die dann mit ihm kommen. Zum 90 Jahre Jedermann-Jubiläum auf dem Salzburger Domplatz 2010 war Maximilian Schell als Ehrengast geladen. Vom Publikum und von den jungen Schauspielern wird er immer noch verehrt, wie ihm der Jedermann-Darsteller Nikolas Ovčarek demonstrierte. Thank you.
Der war hervorragend. Hervorragend. Und dann ganz plötzlich hat er sich hingekniet vor mir und ja, es war ein, ist wie ein Theaterstück. Man wird von Gott ausgeschickt und sagt, du spielst den, sie spielen die Frau, sie spielen diesmal ein kurzes Leben, aber wir sprechen dann darüber und so. Und wenn die dann alle gestorben sind, dann kommen sie wieder zusammen und dann gibt es eine Kritik, wie das war. Wie weit hat man die Rolle gespielt, wie weit hat man sie durchgespielt. Ich bin nicht traurig, ein moralistisches Stück aus dem Mittelalter, das heißt eigentlich aus der englischen Tradition, Everyman. Und es ist einfach das Sterben des reichen Mannes. Es hat nicht einmal was zu tun mit einem bestimmten Tod, sondern der Tod kommt jederzeit. Am Anfang wird er auch von Gott geschickt, um jedermann zu holen. Was will mein Gott von mir? Abrechnung will erhalten mit dir und verweilt. Ganz und gar bin ich unbereit. Maximilian Schell hat den Jedermann in Salzburg 5 Jahre lang gespielt. Eine Rolle, die nur den herausragenden Schauspielern ihrer Zeit angetragen wird. Über seinen Jedermann hat er ein ganzes Buch gestaltet. Und das war eine Zeichnung von mir, wie ich den Text gelernt hatte. Das ist der reiche Jedermann. Das ist einfach ein Mann, der viel Geld hat, auch relativ grausam ist und sich für sich interessiert. Und wie dann der Tod kommt, bittet er um Aufschub. Dann sagt der Tod, gut, eine Stunde gebe ich dir. Und er will jemanden gewinnen, der mit ihm kommt. Das ist natürlich furchtbar naiv. Aber ich verstehe schon. Ich gehe auch lieber mit meiner Freundin als ganz allein. Und am Schluss sieht er dann halt, dass keiner mit ihm kommt. Und dann kommen die guten Werke und der Glaube, die dann mit ihm kommen. Zum 90 Jahre Jedermann-Jubiläum auf dem Salzburger Domplatz 2010 war Maximilian Schell als Ehrengast geladen. Vom Publikum und von den jungen Schauspielern wird er immer noch verehrt, wie ihm der Jedermann-Darsteller Nicolas Ovčárek demonstrierte. Der war hervorragend. Und entscheidet sich nach 7 Semestern für die Schauspielerei. Was macht man als junger Mensch? Bis 18, 19 zahlen es die Eltern. Man muss ja auch leben. Und dann habe ich entdeckt, dass man auch im Theater spielen kann, als Junge oder als junger Schauspieler. Und das war eigentlich die einfachste Art, Geld zu verdienen. Und das war der große Sprung vom Kind zum Mann. Ich war Zürich müde ein bisschen. Auch diese nachfriedliche Zeit in der Schweiz. Mir ging es einfach darum, gute Rollen zu spielen. Und wenn ich kein Engagement hatte, dann ging ich vorsprechen. Ich war in Bonn engagiert. Mit sensationellem Misserfolg habe ich dort den Prinz von Homburg gespielt. Es war begeisternd. Weil so verrissen. Also einer hat geschrieben, das Stück steht und fällt mit dem Titelhelden. In dieser Inszenierung vieles. Das war so der Anfang, ne? Und so hatte ich eigentlich fast immer solche Kritiken. In den 50er Jahren spielt Maximilian Schell unter anderem in Theatern in Bonn, Essen, Düsseldorf und München. Und trifft in dieser Zeit auf eine wichtige Person, die Schauspielagentin Erna Baumbauer, die ihn grandios findet und nach Amerika empfiehlt. Und dann kam ein, ein Talentsucher,
denn die William Morris Agency, das war die, ja, damals schon die größte Agency, nach Europa geschickt hat, um junge Gesichter zu suchen. Und dann habe ich gespielt in den Kammerspielen Manor House von Thomas Wolfe. Das war eine Rolle, die ich liebte, wo ich auch ganz gut war. Und da haben sie es zum ersten Mal ein bisschen gemerkt. Ganz blöd ist er nicht. Und ich habe sehr gearbeitet, auch sprachlich und so. Und da war der drin und hat gesagt, der Einzige, der in Frage kommt, ist Maximilian Schell. Und dann hat mich sofort mitgenommen und hat, das heißt, er hat angerufen aus Paris und gesagt, ob ich nach Paris kommen will, um Marlon Brando kennenzulernen. Nun mochte ich Marlon Brando nicht besonders. Ich mochte immer diese Haudegen Helden und diese etwas I love you baby, yes of course I love you very much und so. Das fand ich nicht so gut. Ich fand, wenn man jemanden liebt, kann man es auch ohne Katzen sagen. Aber ich gesagt, warum nicht kennenlernen? Dass es heute überhaupt Leugner gibt von der Holocaust, das ist mir ein Rätsel, das ist ja alles sichtbar. Und jetzt kommt er und legt aber das Manuskript weg. Und er weiß eigentlich gar nicht, was er sagen soll. Dem Gericht wurden gestern Filme vorgeführt. Es fällt der Verteidigung schwer, darüber zu sprechen. Es waren schreckliche Filme, entsetzliche Filme. Als Deutscher bin ich beschämt, dass solche Dinge in meinem Vaterland passieren konnten. Ja, er wusste es nicht. Es wird nie eine Rechtfertigung dafür geben. Nicht in Generationen, nicht in Jahrhunderten. Und dann kommt dieser grandiose Satz, den ich entscheidend finde, wo der Justizminister sagt, glauben Sie mir, ich wusste nicht. Ich wusste von diesen Dingen nicht. Und dann sagt der Spencer Tracy, den ersten Mann, den Sie verurteilt haben zum Tod, von dem Sie wussten, dass er unschuldig war, das war der Beginn Ihrer Schuld. Naja, und sogar die Haare spielen mit. Das haben wir alles in einem gedreht. Nur wenig war bekannt, was wirklich los war. Nur sehr wenig. Ja, stimmt. Keiner von uns. Ich habe mich nie ausgenommen. Ich war immer verantwortlich für 5 Millionen Juden in Amerika. Und dann einmal hat einer gesagt, da habe ich gesagt, ich will nur bemerken, ich bin eigentlich Schweizer und war in der Schweiz. Das war aber schon so eine Entschuldigung, fast jeder hat gesagt, ich bin Schweizer und ich war im Krieg in der Schweiz. Ne? Und jetzt hat es gestimmt und hat bei einer gesagt, naja, die haben es ja auch gemacht. Dann sage ich, ja, ja, Sie sind ja Mexikaner, Sie haben es ja auch gemacht. Ne? I am citizen of the United States. Ja, I'm citizen of Switzerland, so what. Das war heftiger, wirklich, ich habe zum Teil wirklich auch meinen Ruf riskiert. Und dann kommt einer und schreibt, ich würde in antideutschen Filmen mitspielen. Und das hat meinen Zorn natürlich erregt. Maximilian Schell ist jetzt ein gefragter Mann im internationalen Filmgeschäft. Auf der Höhe seines Triumphes, Hollywood liegt ihm zu Füßen, wendet er sich wieder seiner anderen Leidenschaft zu. Ganz und gar bin ich unbereit. Maximilian Schell hat den Jedermann in Salzburg 5 Jahre lang gespielt. Eine Rolle, die nur den herausragenden Schauspielern ihrer Zeit angetragen wird. Über seinen Jedermann hat er ein ganzes Buch gestaltet. Und das war eine Zeichnung von mir, wie ich den Text gelernt hatte. Das ist der reiche Jedermann. Das ist einfach ein Mann, der viel Geld hat, auch relativ grausam ist und sich für sich interessiert. Und wie dann der Tod kommt, bittet er um Aufschub. Dann sagt der Tod, gut, eine Stunde gebe ich dir. Und er will jemanden gewinnen, der mit ihm kommt. Das ist natürlich furchtbar naiv. Aber ich verstehe schon.
Ich gehe auch lieber mit meiner Freundin als ganz allein. Und am Schluss sieht er dann halt, dass keiner mit ihm kommt. Und dann kommen die guten Werke und der Glaube, die dann mit ihm kommen. Zum 90 Jahre Jedermann-Jubiläum auf dem Salzburger Domplatz 2010 war Maximilian Schell als Ehrengast geladen. Vom Publikum und von den jungen Schauspielern wird er immer noch verehrt, wie ihm der Jedermann-Darsteller Nikolas Ovčárek demonstrierte. Der war hervorragend, hervorragend. Und dann ganz plötzlich hat er sich hingekniet vor mir und ja, es war eigentlich ein schöner Moment. Hätte ich nicht erwartet. Das war im Murtertal. Da hat meine Mutter, wie wir schon mal wieder gestritten haben, hat sie gesagt, da waren so ganz dünne Hölzchen, die man brauchte zum Anfeuern. Und danach hat sie gesagt, so, jetzt bricht das einmal auseinander. Das war ganz leicht. Und jetzt nehmen wir 6 Personen, jetzt nehmen wir mal 6. Das kriegte keiner auseinander. Und hat gesagt, wenn ihr zusammenhaltet, dann ist das so wie diese Hölzchen. Und das haben wir dann gemacht. Das wirkliche Ausmaß von Marias finanzieller Katastrophe erfuhr ich erst am Tag nach der Beerdigung unserer Mutter. Sie hat mehr als 90 Jahre hier verbracht. 2 Weltkriege überlebt. Sie hat die Alm als Zentrum unserer Familie erhalten und ich werde versuchen, es ihr gleich zu tun. Wie immer bei Beerdigungen, sie haben die ganze Familie da und